Der Schulweg in Waldeck-Sachsenhausen ist ein Dauerbrenner. Einmal muss eine viel und schnell befahrene Kreisstraße überquert werden und zum anderen die B485, die mitten durch das kleine Städtchen führt. Mit der neuen Grundschule ändert sich der Schulweg nun für die Kinder und der Elternbeirat, aber auch der Ortsbeirat und die Stadt Waldeck fordern hier eine sichere Querung über die Bundesstraße 485, unter anderem mit einer Bedarfsampel. Ein offenes Ohr für eine Bedarfsampel findet der Elternbeirat und die Schulleitung bei der Stadt Waldeck, aber auch beim Kreis Waldeck-Frankenberg. Es gibt einen Schulweg, der ist weiter, da gibt es eine Querung über die Straße, die ist weiter unten in der Stadt, am Marktplatz da unten, ist das richtig? Beim Marktplatz gehen wir da immer rüber. Genau, da ist schon eine Ampel. Der neue Schulweg nach den Ferien wird ja dann weiter oben sein für euch, ohne Ampel. Da wird das Überqueren der Straße aber schwierig, oder? Da wird man schon sehr lange bestimmt da stehen und warten, bis endlich ein Auto, also bis endlich mal die Straße frei ist. Ja. Wir haben vorhin mal gesehen, probehalber die Straße zu queren. Das ist gar nicht so einfach. Parkende Autos, LKW, Bus, das dauert eine Weile. Macht euch das Angst, wenn die Straße so sehr befahren ist? Ja, schon, denn ja. Hat man schon Angst, wenn man da schon sieht, die ganzen Autos fahren da schnell hin und her und man muss da auch noch darüber. Ja. Fahren die Autos nach eurem Gefühl zu schnell? Ja. Kann man schlecht einschätzen. Ja, kann man. Ja, mein Name ist Sandra Schwieder, ich bin Elternvertreter der Mittelpunktschule Sachsenhausen. Und wir haben uns heute hier zusammengefunden, gemeinsam mit Vertretern der Schule, mit dem Ortsbeirat und mit Eltern, um darauf aufmerksam zu machen, welche notwendigen Schritte hier eingeleitet werden müssen, um die Verkehrssicherung zu gewährleisten und unseren Kindern einen guten Schulweg zu geben. Explizit geht es hier um die Querung der Korbacher Straße. Und das ist schon fast ein Dauerbrenner in Sachsenhausen, weil wiederholt der Ortsbeirat als auch die Stadt versucht hat, hier eine Querung zu schaffen, um den Fußgängern Sicherheit zu geben. Wir haben das Glück gehabt, dass wir den Dr. Kubert erreichen konnten, der sich bereit erklärt hat, eine Vorortbesichtigung mit uns durchzuführen. Und er hat vor Ort veranlasst, dass eine weitere Verkehrszählung stattfinden soll, weil die Verkehrszählung der Stadt leider nicht ausreicht, um unsere Ziele zu erreichen. Es ging um 40.000 Fahrzeuge in einer Woche mit einer Spitzengeschwindigkeit bis zu 100 Kilometern pro Stunde. Und dem entgegen stehen Sekundar-1-Schüler bis zu 30 und an die 25 zukünftige Grundschüler. Wir reden jetzt hier von Schülern der ersten bis zur vierten Klasse, die bisher einen gesicherten Weg nehmen konnten, aber durch den Umzug der Grundschule sich auch der Schulweg verändern wird. Und deswegen ist es wichtig, dass man dort eine Möglichkeit hat, in Form einer Bedarfsampel den Weg zu nehmen und sicher die Schule zu erreichen. Die Verkehrssituation hier in Sachsenhausen ist für die Grundschule, aber auch für die Schule nicht sehr zufriedenstellend. Aus Sicht der Grundschule, was sollte geändert werden? Die Grundschule ist ja bis jetzt noch unten in der Blumenstraße, die ist ja gar nicht hier oben gewesen. Aber jetzt ergibt sich eine ganz, ganz neue Situation, weil ja jetzt auch die 6- bis 10-Jährigen hier hochlaufen müssen. Das ist ja natürlich was ganz anderes, als wenn man erst ab 5. Klasse hier hochläuft. Und deswegen muss die Verkehrssituation im Ort und auch hier im Bereich der Schule schon noch geklärt werden. Die Stadt ist schon den vielen entgegengekommen. Und auch der Landkreis hat hier direkt an der Schule schon etwas unternommen. Aber eine ganz, ganz prekäre Situation ist natürlich der Überweg in der Stadt selber. Vorne am Friedhof, das ist eine Bundesstraße. Und das macht uns sehr große Sorgen, weil die Kinder, die kleinen Kinder, natürlich jetzt durch die Bundesstraße hier hochlaufen müssen. Und die Eltern haben sich die ganze Zeit schon sehr intensiv damit beschäftigt, haben auch schon an alle möglichen Gremien geschrieben, haben alles Mögliche in die Wege geleitet. Aber irgendwie kommen wir nicht vorwärts. Und in 8 Wochen sind Sommerferien und in weiteren 6 Wochen sollen die Kinder hier hochlaufen können. Und deswegen muss unbedingt noch eine Lösung gefunden werden, wie eine verkehrssichere Zuwegung zur Grundschule ist.
denn sonst hätten wir wahrscheinlich das Problem, dass alle Menschen aus dem kleinen Feld oben aus dem Bereich ihre Kinder mit dem Auto hierher fahren werden, weil man einfach sich nicht zutraut, die Kinder hier alleine laufen zu lassen. Und das wäre ganz ungünstig. Jetzt liegt direkt gegenüber von der Schule oder schräg auch ein neues Baugebiet mit wahrscheinlich jungen Familien und Kindern, die hier über die Straße müssen. Die ist bloß mit Tempo 30 abgesichert. Da hält sich aber keiner dran. Nee, aber da ist die Stadt schon tätig geworden. Also da soll da vorne, ungefähr bei der Tanne, soll eine Überquerungshilfe gemacht werden. Das ist uns zugesagt worden, so dass die Kinder erstmal das Tempo rausgenommen wird und das Ortsschild wird sowieso wegen des Neubaugebiets weiter nach draußen versetzt. Und ich hoffe, dass die Situation damit halt schon geklärt ist. Denn diese Verkehrsinsel würde ja doch bedeuten, dass die Leute langsamer reinfahren müssen halt, ne? Mein Name ist Klaus Schmal, ich bin der Ortsvorsteher hier von Sachsenhausen. Also wir beschäftigen uns schon über Jahre hinweg, gerade mit der Hauptstraße, dass da die Geschwindigkeit rausgenommen wird. Wir hatten schon Anträge gestellt auf 30er-Zone und wir unterstützen auch jetzt die Eltern mit ihren Forderungen. Der Kreis, der versteckt sich da ein bisschen hinter Verkehrszählungen. Also von der städtischen Seite her sind Verkehrszählungen gewesen. Das sind durchschnittlich, im Februar war das, 7500 Fahrzeuge, die Sachsenhausen durchfahren. Gerade morgens früh ist in der vor Schulbeginn, ist gerade so eine Verkehrsspitze. Wir reden von der Bundesstraße? Ja. Okay. Hier, die Straße, das ist ja schon zugesagt worden vom Kreis, dass da die Überquerungshilfe hinkommt. Und die Stadt ist auch schon tätig geworden, dass die 30er-Zone verlängert wird und weiter auch Richtung Oberwerbe ausgedehnt wird. Des Weiteren ist die Straße zur Grundschule jetzt gewidmet worden. Da sind schon neue Laternen aufgestellt worden. Und so wie die Bauarbeiten beendet sind, werden die Poller da auf, also Schwellen aufgedübelt. Das hat aber jetzt noch keinen Zweck. Die würden uns kaputt gefahren von den Baufahrzeugen. Und ja, mehr kann ich jetzt im Moment eigentlich auch nicht dazu sagen. Ja, es gibt ja morgen ist ja hier eine Veranstaltung, die heißt Lebendige Zentren. Ja. Ja. Und zum lebendigen Zentrum gehören natürlich auch Fußgänger und Kinder. Ne? Und wenn die eine Bundesstraße nur alle 500 Meter überqueren können, hat das nichts mit lebendigem Zentrum zu tun, oder? Ja, ja gut, das ist nicht direkt im Zentrum, es ist ein bisschen außerhalb, aber trotzdem, das sind ja über 50 Kinder, die täglich dann die Straße da queren müssen, ja. Die aus den Richtung Neubaugebiete, also Richtung Kleinfeld, Wohngebiet kommen. Ja. Das einmal, wenn sie zur Schule wollen, aber einmal, wenn sie auch ins Städtchen wollen, müssen sie auch über die Bundesstraße. Auch der Friedhof ist ja auch da in der Gegend, wo die Ampel hinkommen soll. Das käme ja auch den älteren Mitbürgern zugute dann. Also in erster Linie finde ich es ein bisschen beschämend, dass man sich über sowas überhaupt auslassen muss, über einen Fußgängerüberweg für die Kinder. Ja, und zweitens noch, es ist ja für uns Erwachsene schon sehr schwierig, die Straße zu überqueren. Und die Kinder, die haben da manchmal gar keine Chance, wenn die zur Leichtathletik gehen und sowas, die müssen immer von uns begleitet werden. Ja. Genau, sehe ich genauso. Ist absolute Gefahrenzone, speziell die Korbacher Straße. Dadurch, dass auch noch die Aral-Tankstelle an der Ecke ist, hat man eigentlich so gut wie überhaupt keine Chance, vernünftig die Straße zu überqueren, ohne dass eine höhere Gefahr besteht. Also selbst für uns Erwachsene ist es schon sehr, sehr schwierig, an der Ecke die Straße zu überqueren, geschweige denn, dass unsere Kinder die Verantwortung überlassen werden soll. Jürgen Vollbracht, Bürgermeister von Waldeck. Verkehrssituation hier, die Ortsdurchfahrt in Sachsenhausen ist vor allen Dingen für die Schulkinder unbefriedigend. Ja, die Verkehrsproblematik hier durch die Bundesstraße ist natürlich unzufrieden. Nicht nur für die Schule, für den Elternbeirat, da die Grundschule, weil die Mittelpunktschule gebaut worden ist und neuerdings ja dann ab dem Sommer das Schulzentrum an der Warte heißen wird. Da freuen wir uns schon drauf, dass die Grundschule dann auch eröffnet wird und der Jahrgang dann auch da starten kann. Und wir wollen alles dafür tun, dass die Verkehrssicherheit gegeben ist, damit auch die Kinder sicher über die Straße kommen. Wir haben von Seiten der Stadt und des Ortsbeirates eine Fußgängerampel im Bereich der Aral-Tankstelle beantragt.
weil wir es gerade an dieser Stelle über die Bundesstraße für die Kinder als sehr problematisch ansehen, einen sicheren Überweg zu bekommen. Und da die Eltern natürlich auch die Probleme da sehen, wollen wir natürlich mit dem Landkreis und mit Hessmobil dafür eine gute und einvernehmliche Lösung auch sorgen zur Sicherheit unserer Kinder. Die Ampel hätte ja noch einen zweiten Vorteil, das heißt auch ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger könnten die Straße gefahrlos überqueren, da hier der Friedhof auch in der Nähe ist und oft Gräber und Angehörige besucht werden. Ja, das ist schon ganz oft auch im Ortsbeirat hier in Sachsenhausen, auch in meiner Zeit als Ortsvorsteher hier in Sachsenhausen diskutiert worden. Leider konnte da noch nichts erreicht werden. Wir hatten mal beantragt, ob die Bundesstraße auch Tempo 30 sein könnte im Bereich des Friedhofs und auch im Bereich des Marktplatzes, weil in diesem Bereich halt oftmals zu schnell gefahren wird, zumindest das Gefühl zu schnell gefahren wird. Bei Verkehrsmessungen sind leider nicht so erhöhte Geschwindigkeiten bei herauszukommen und von daher stellt sich natürlich Hessenmobil derzeit immer noch auf den Standpunkt, dass da nicht gerast wird. In dem oberen Bereich hier bei der Aral-Tankstelle ist es was anderes. Da ist auch bei den Verkehrszählungen und Messungen rauszukommen, dass auch da deutlich zu schnell gefahren wird und von daher achten wir es als mehr als sinnvoll, dass in dem Bereich für den Friedhof und aber auch im Bereich für die Kinder, die die Straße überqueren, dann eine Fußgängerampel gebaut wird, sodass dann die Kinder und auch die älteren Menschen die Straße sicher überqueren können. Das heißt, die Stadt Waldeck unterstützt unter anderem die Schule, den Elternbeirat, die Eltern hier bei ihrem Wunsch, eine sichere Querung über die Bundesstraße zu bekommen. Ja, auf alle Fälle. Das ist ein großes Anliegen der Stadt und des Ortsbeirats hier in Sachsenhausen und wir als Stadt, der Magistrat, sicherlich auch das Parlament unterstützen diesen Wunsch und werden auch alles dafür tun, damit es auch umgesetzt werden kann. Richtung Oberwerbe ist ja auch ein Neubaugebiet, das heißt junge Familie mit Kindern, die auch in die zukünftig neue Grundschule gehen, da ist die Stadt schon aktiv geworden, da wird etwas getan. Ja, da haben wir eine Tempo-30-Zone ja beantragt und die wird jetzt noch mal ein bisschen in Richtung Bundesstraße hier verlängert. Und in dem Bereich der Gartenstraße, die Überquerung, da soll eine Fahrbahnquerung im Bereich der Oberwerber Straße gebaut werden. Und da soll Hessmobil natürlich auch die Querung planen. Da hat auch der Landkreis klar den Auftrag erteilt an Hessmobil, dass da die Vorkehrungen getroffen werden. Ist denn auch angedacht, das Ortsschild Richtung Oberwerbe zu versetzen? Ja, das haben wir auch beantragt und da ist uns zunächst mal Genehmigung erteilt worden, beziehungsweise wir könnten es versetzen. Es ist allerdings dann gesagt worden, erst wenn das Baugebiet umgesetzt wird, könnten wir es versetzen. Und wir würden es natürlich lieber heute als morgen versetzen, das Ortsschild, sodass dann auch in dem Bereich vor der Tempo-30-Zone rechtzeitig abgebremst wird und rechtzeitig mit 50 da gefahren wird und nicht erst bei dem Ortsschild mit Tempo 50 oder vielleicht auch noch höherer Geschwindigkeit angekommen wird, denn die Tempo-30-Zone fängt ja direkt hinter dem Ortsschild an. Zum Thema Verkehrszählung möchte ich ganz gerne noch ergänzen, dass die Verkehrszählung, die von Hessenmobil durchgeführt wird, keine Zählung der Kraftfahrzeuge ist, sondern eine Zählung der Fußgänger sein wird. Angedacht ist diese Zählung mit Beginn des neuen Schuljahres 2021-2022. Das hilft uns zum einen jetzt nicht weiter und zum anderen ist zur Corona-Zeit auch stetig Wechselunterricht und die neue Grundschule ist noch gar nicht eröffnet. Das heißt, die Zahlen, die jetzt zusammengetragen werden, sind überhaupt nicht repräsentativ. Und deswegen ist jetzt ein bisschen mehr Eigenwille, sage ich mal, verlangt und auch hinsichtlich der Zahlen, die wir schon mitgeben können, mit den Schülern, die gemeldet worden sind für das neue Schuljahr, dass die Mitberücksichtigung finden bei der Planung des Übergangs. Wie zufrieden ist man denn seitens des Elternbeirats, dass zumindest hier auf der Kreisstraße Richtung Oberwerbe die Zusagen der Stadt sind, hier für mehr Verkehrssicherheit zu sorgen, zumal ja auch ein Neubaugebiet gegenüber liegt? Ja, also wir sind mit der Stadt Waldeck sehr zufrieden. Wir haben eine gute Zusammenarbeit mit dem Herrn Bürgermeister Jürgen Vollbracht und auch mit dem Ortsbeirat, die uns auch zur Seite stehen und uns viele Möglichkeiten erörtert haben, die sie im Rahmen ihrer Möglichkeit haben, diese auch umzusetzen.